Sie sind verrückt nach Fußball, die Kicker der Turiner Dragons, einer Mannschaft, für die der Sport nicht nur Freizeitbeschäftigung ist. Sie sind verrückt nach Fußball, die Kicker der Turiner Dragons, einer Mannschaft, für die der Sport nicht nur Freizeitbeschäftigung ist, sondern auch Therapie. Zweimal pro Woche trainieren die Männer mit anderen Teams aus Turin und Umgebung. Sie alle leiden unter mehr oder weniger schweren Formen von Geisteskrankheit, Schizophrenie, schwere Psychosen, Wahrnehmungs- und Persönlichkeitsstörungen. Der Fußball ist hier ein Erlebnis mit Freunden, die Angst und Panik teilen. Ich hatte mich völlig isoliert und erst durch die Mannschaft wieder Freundschaften und Kontakte gefunden. Meiner Meinung nach, so wie Juve im Moment spielt, sind sie auf dem absteigenden Ast. Borussia dagegen ist dabei, sich zu erholen. Meiner Meinung nach wird Juve verlieren. Zur Stärkung der Sportler gibt es Pasta im Zentrum für mentale Gesundheit. Diese Einrichtung im Turiner Vorort Chivasso kümmert sich um psychisch Kranke, die entweder freiwillig hierher kommen oder auf Anraten ihrer behandelnden Ärzte. Psychiatrische Kliniken wurden in Italien bereits 1978 abgeschafft. Und natürlich dreht sich auch hier alles um den Fußball. Am Tischkicker laufen die Wetten, ob Borussia oder Juventus heute Abend mehr Tore schießt. Mit Sport sich sein Leben zurückzuholen, eine Normalität, die ihnen versagt ist. Beim Fußball sich über ein Tor zu freuen und auch eine Niederlage zu ertragen. Denn diese Jungs sind es im Leben leider eher gewohnt zu verlieren, statt zu gewinnen. Verrückt nach Fußball heißt dieses Projekt. Und es hat diesen Männern wahrscheinlich mehr geholfen als viele Medikamente und endlose Therapien.